Das landet aber jetzt nicht auf meinem Haus, oder? So, warte mal, muss ich jetzt da dieses Erz reinstecken auch? Oder ist das jetzt nur für meine Ausrüstung? Auch das wird nicht genau gesagt. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Ikarus, meine lieben Freunde. Ich habe wieder etwas Neues gelernt. Es wurde jetzt schon mehrfach geschrieben, ich soll doch mal in dem Charakter-Auswahlbildschirm nachgucken, was ich denn jetzt schon alles durch die Missionen, die wir bisher gemacht haben, an Geld verdient habe. Und soll doch mal gucken, ob ich das irgendwie sinnvoll ausgeben kann. Ich dachte erst so, hä, was für Geld, was für Auswahlbildschirme, was? Aber das ist immer dann, wenn ich hier ins Spiel reingehe und meinen Charakter ausgewählt habe, kommt ja nochmal die Auswahl, ob ich weiterspielen will, neues Spiel anfangen will, laden will, ob ich breitreten will. Und ich habe hier ja noch andere Reiter hier oben und das sind diese Reiter hier oben gemeint. Also nicht Ausrüstung, sondern Werkstatt zum Beispiel, genau. Und hier kann ich tatsächlich diese Credits, die ich ja verdient habe bei den Missionen, die kann ich hier ausgeben. Und ihr seht, hier gibt es sogar noch andere Symbole, unter anderem Exotics. Wenn ich welche hätte, jetzt könnte ich die verkaufen. Jetzt werden einige sagen, aber du hast doch Exotics gefunden in den Höhlen. Schon 2 oder 3 Mal hast du doch schon welche gefunden. Die hast du doch auch eingelagert bei dir. Das Problem ist, ich habe sie bei mir in der Basis eingelagert. Ich habe sie aber nicht hoch zur Raumstation geschickt. Und das hier ist quasi die Raumstation so ein bisschen. Und ich muss eigentlich dieses Exotics-Zeug noch mit einem weiteren Gerät, das ich natürlich wieder schreif halten muss, hochschießen, dann kann ich sie entweder zu Geld umwandeln oder ich kann sie hier bei diesen Gimmicks dann entsprechend verwenden. Ja, zum Beispiel hier dieses Radar, was auch immer das macht, keine Ahnung, Ressourcen könnte ich dafür oder neue Werkzeuge, einige davon brauchen glaube ich auch, oder die Waffen brauchen wahrscheinlich auch, brauchen auch diese Exotics, um sie schrei zu falten und auch zu bauen. Jetzt haben einige gesagt, ja, du kannst entweder jetzt diese Sachen sparen, damit du dir geileres Zeug kaufen kannst. Du kannst aber auch jetzt gleich schon mal was schrei falten. Und zwar hier zum Beispiel diesen Anzug, diesen Umweltanzug, den können wir uns auch genau leisten. Ich würde das jetzt einfach mal spaßenshalber machen, weil, ich will es einfach mal ausprobieren, wie das funktioniert. So, ich mache das jetzt einfach mal. Forschung. Okay, so jetzt haben wir diesen Anzug und das ist ein 1-Slot-Modul-Steckplatz-Anzug, 1 Sauerstoffslot. Also kann ich jetzt mit einem zusätzlichen Sauerstoffslot quasi länger rumlaufen. Das ist das, was mir damit jetzt quasi gesagt wird. Das ist doch schon mal eine gute Sache. Haben wir den jetzt schon auch gemacht oder? Oder ist der jetzt oder wie oder was? Keine Ahnung. Herstellen. Ich glaube, ich muss ihn noch einmal herstellen, sonst habe ich ihn, glaube ich, nicht. Kann das sein? Weil sonst habe ich ihn noch freigeschaltet. Genau, so jetzt müssen wir noch einen Rucksack machen. Oder besser gesagt, nee, warte, halt, stopp, nein, es wurde gesagt, ich soll dieses Modul machen. Experimentelle von Exotics unterstützte Einheit zur Verbesserung der Bewegung. Da habe ich nämlich 10% mehr Bewegungsgeschwindigkeit und wir alle wissen, ich renne ohne Mount die ganze Zeit durch die Gegend. Also insofern erforschen wir das zum einen und bauen es zum anderen. Und damit müsste ich das jetzt haben. Jetzt haben wir noch 10 Credits, also wir haben die Credits recht sinnvoll investiert. Hier haben wir sogar noch ein Brandschutzmodul, Anzugsschlottmodul, also da gibt es ja einiges noch, ne? So, jetzt habe ich ja Ausrüstung, genau, jetzt habe ich ja die gekauft. Und jetzt kann ich die da reinschieben oder habe ich die jetzt? Ist jetzt die Frage. Durch die Verwendung doppelter Module wird deren Wirkung für jedes weitere Modul verringert. Hab ich die jetzt oder muss ich die noch irgendwie aktivieren oder so? Zerstöre. Nee, oh Gottes Willen, spiel wieder. Nein, nein, nein. Nicht zerstören. Ich hoffe, ich habe die jetzt. Keine Ahnung. Also ich mache jetzt weiterspielen und dann habe ich die. Warte mal, hier ist ja auch noch was. Technik, Talente. Ach ja, stimmt. Das ist mein Skilltree. Genau. Nee, nee. Ist ja egal. Technikbaum, Feldhandbuch, Auszeichnungen. Was habe ich denn da so bekommen? Ah, bei der Jagd habe ich ein bisschen was. Bei Überleben, bei Bauen. Meine Errungenschaften. Das ist mit dem Bär. Okay, ich würde sagen, weiterspülen, genau. Ladeschürfgebüt. Und wenn ihr das hier feiert, dass wir uns Ikarus reinziehen, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die Playlist rein, die am Anfang des Videos rechts um meine Ecke verlinkt ist oder am Ende. Ihr könnt gerne die Kommentare benutzen, um mir genau solche Tipps zu geben, weil ich nämlich keine Ahnung von irgendwas habe und natürlich grundsätzlich nichts lese und natürlich grundsätzlich völlig ignorant bin.
Und ihr könnt natürlich auch gerne den Kanal abonnieren und die Benachrichtigung aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst, denn es kommen täglich Videos nicht nur zu Icarus, sondern auch zu anderen Projekten und Let's Plays. Jetzt muss ich gleich erstmal gucken, wo wir stehen geblieben sind. Wir haben beim letzten Mal diese geile Schatzkammer gefunden, diese geile Höhle mit dem Erzen drin. Ich erinnere mich. Und es lädt ganz schön lange gerade. Was? Gleich direkt ein Ereignis? Ist noch gar nicht drin im Spiel. Ist schon. Was ist passiert? Starkregen. Ja. Genau, ich hatte beim letzten Mal versucht, hier die Dachpappe auszutauschen gegen, ich weiß gar nicht mehr genau, was es war, Rampen aus Beton waren es, glaube ich. Die normalen Steinstrukturen, die kriegen ja vom Sturm immer noch Schaden, aber die Betonstrukturen halt nicht, das ist halt der Vorteil. Deswegen war ja mein Plan auch eigentlich umzuswitchen, genau, und ich hatte noch versucht, Glas zu machen beim letzten Mal. Oh, ich muss mal trinken, sehe ich gerade, ja, fast verdurstet, was ist da denn los? Muss mir aber erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen. All dieweil ich wieder sehr viel Saatis suchte in letzter Zeit. Und bei Saatis ist die Steuerung natürlich schon auch ein bisschen anders. Genau. Gold haben wir ja auch hergestellt. Guck mal, wir können jetzt hier eine Zentralbank eröffnen. Wahrscheinlich bald, wenn es so weitergeht. Nicht schlecht. Da würde ich doch mal sagen, guck mal hier rein. Wie war denn das jetzt mit dem Glas? Warte mal, jetzt muss ich nochmal nachgucken. Glas. Genau, da hatten wir drei Dinger schon gemacht. Und wir brauchen für weiteres Glas, das war hier in dem Ofen, glaube ich, war das auch gewesen. Hier Glas, genau. Siliziumoxid brauchen wir dafür, genau. Also mehr Silizium sammeln. Mehr grinden, mehr farmen. Mehr von allem. Und da ist ein Wolf vor der Tür. Ich glaube, ich bleibe mal kurz noch hier drin, bis der Sturm vorbei ist. Jetzt kommt auch gleich die rote Phase. Dein Inventar angucken wegen der Ausrüstung. Ah ja, stimmt. Ah, da ist der zweite Slot jetzt. Guck mal. Geil. Warte mal, gleich den zweiten Slot mit einer zweiten Flasche auffüllen gleich. Und auch die alte Flasche. Nee, Moment, das ist gar nicht der zweite Slot. Moment mal, ich bin blöd. Das ist ja nur das Symbol für O2. Sekunde mal, Moment. Wo sind denn jetzt die Module? Ich habe ja jetzt dieses Modul gekauft. Wo ist denn das jetzt eigentlich? Also, wo befindet sich das? Beziehungsweise ist das jetzt eigentlich der Anzug, den ich habe, den ich gekauft habe, oder ist er das jetzt nicht? Warte mal, Auszeichnung, Karte, Technikbaum. Ah, wir haben ja noch Talent, zwei Stück. Warte mal, das können wir auch gleich mal noch machen. Was haben wir hier? Gebürtiger Jäger, Haltbarkeit von Messern wird beim Häuten weniger reduziert. Ja. Was ist das hier? Ausdauerregeneration nach erlittenem Schaden schneller regenerieren. Ja, das ist auch gut. Verstohlenheit. Ja, warte mal, ich hätte gerne vielleicht beim Wohnen langsamerer Haltbarkeitsverlust für Spitzhacken. Das können wir mal machen. Müssen wir nicht so oft reparieren. Sparen wir uns Material. Du hast alles im All gelassen. Wir sind in der Station, aber... aber ich habe doch gerade... Egal. Dann habe ich es wohl nicht mitgenommen. Aber wie nehme ich das denn dann mit? Ich habe doch überhaupt keine Ahnung. Wie mache ich das denn? Ich konnte doch da nichts rüberziehen oder verschieben in dem Inventar. Also irgendwie, das müsste einem irgendwie ein bisschen besser erklärt werden, finde ich. Da wird man irgendwie ein bisschen alleine gelassen, finde ich, mit dem Interface. Du musst zur Station fliegen und dann mit der Ausrüstung... Ach so, das gilt nicht, weil ich noch nicht bei der Station war. Ja, stimmt. Es wurde gesagt, ich soll nochmal was schreif halten... Bezüglich der, also erstmal natürlich haben wir hier dieses Kontaktgerät, damit macht man ja die Missionen so. Und dann soll es aber noch eins geben. Eine orbitale Austauschschnittstelle, genau, ermöglicht die Bestellung einer Transportkapsel für die Abholung von Exotics. Dieses verdammte Ding muss ich unbedingt noch schreif halten. Ja, ich weiß, eigentlich soll ich noch Mounts freischalten und Farmen und was weiß ich nicht alles und Pflanzen anpflanzen und alle möglichen Tinkturen, ich weiß. Problem ist, wir müssen erstmal das machen, sonst kriegen wir keine Exotics auf die Raumstation und ich kann mir die nicht verwenden und die liegen dann hier nur im Inventar rum und ich kann damit nichts machen, genau. Also das ist jetzt erstmal unsere erste, nächste Aufgabe. So, und das nächste Ding ist, dass ich selber da hochfliegen kann. So, und da ist jetzt natürlich die Frage, wie mache ich das? Da brauche ich auch wieder irgendein Signal wahrscheinlich oder irgendwas. Aber in dem Moment, war das nicht sogar mit meiner Kapsel, die ich hinterm Haus stehen habe irgendwie? Ich meine, das war doch hier mit... Was ist hier los, ey? War das nicht sogar hier mit der Kapsel? Der einzige Weg hinein. Bist du bereit, die Oberfläche zu verlassen? Ah, hier kann ich das, ne? Okay, alles klar. War mir gar nicht bewusst. Na gut.
Also muss ich damit dann hochfliegen und muss damit dann meine Ausrüstung austauschen oder was? Muss ich die irgendwie betanken? Warte mal. Muss mal ganz kurz mal gucken. Ich sollte mir vielleicht mal... Sollte vielleicht mal Dinge konsumieren, damit ich nicht so hungrig bin. Wir können mal hier die Flasche ja trotzdem austauschen eigentlich. Und dann die wieder reinlegen hier, die nicht voll ist, genau. Und ich sollte vielleicht mal ein paar Sachen weglegen. Wir haben ja hier noch die ganzen Feuerstelle und sowas alles. Und hier die Charcoal können wir auch mal ablegen. Brauchen wir alles nicht im Inventar. Und hier das verdorbene Fleisch. Das kann mal hier rein eigentlich. Das braucht man nämlich dann für Tinkturen und so. Nicht schlecht. Die Kapsel hat Inventar und vielleicht da die Exotics reinpacken. Warte, ich probiere es aber erstmal nur mit einem Teil von den Exotics. Mal mit den 17 hier. Also ja, ist halt die Frage, kann ich diese Kapsel ohne mich nach oben schicken oder muss ich damit selber hochfliegen? Keine Ahnung. Was ist nun? Jetzt kann ich nicht interagieren. Jetzt hat Transportkapselfach. Kann ich nicht, geht nicht. Missionen kann ich auch nicht. Kann ich nicht reinschieben. Da brauche ich. Nee, da, sonst gäbe es ja nicht eine separate Station, wo man diese Lieferkapsel für die Exotics rufen kann. So, wenn ich das mit der Kapsel einfach machen könnte, könnte ich es ja ignorieren. Nee, wir müssen diese andere Sache da schreifen. Was war das hier eigentlich? Eine Eisenschaufel. Ja, nehmen wir die doch einfach mal mit, nicht wahr? So, jetzt würde ich sagen, wir holen uns mal noch ein bisschen Oxid, weil ich möchte gerne mehr Glas herstellen. Ich möchte mehr Glas machen. Ich möchte Glas geben quasi. Hier ist doch, da hinten sehe ich doch schon einen Knubbel, oder? Wenn ich das jetzt richtig sehe, meine Adleraugen sehen doch da drüben schon einen. Und das levelt ja auch ein bisschen. Ja, was? Es gab doch gerade erst einen Sturm. Willst du mich rollen? Kann ich hier auch mal was machen, ey? Was ist denn hier mit der Umwelt nicht richtig? Einmal bitte schön hier alles abklopfen. Da fängst du an zu farmen und gleich... Aber hä, es kommt gar kein Event. Das war wohl eine Falschansage hier. Was ist denn hier jetzt los? Aber ich merke nicht, dass was kommt. Ist ruhiges Wetter, ist alles chillig. Siehst du, der Wetterbericht ist nicht mehr das, was er mal war. Wer knurrt denn da schon wieder so hässlich? Muss mal hier mal schauen, ob ich hier noch irgendwo... Xid finde, meine lieben Freunde. Na, hier hinten war auf jeden Fall noch ein bisschen was, glaube ich. Das hier? Nee, ist Stein. Hier so in der Ecke war noch was. Da muss man jetzt natürlich ein bisschen gucken, weil natürlich, je mehr ich abfarme von dem Zeug, desto weniger liegt natürlich rum, logischerweise. Und desto weiter muss man dann irgendwann auch laufen. Manchmal kommt auch nochmal die Meldung von einem vergangenen Sturm. Echt, der meldet den dann zweimal denselben Sturm oder was? Meine Buffs laufen ab. Das ist natürlich überhaupt nicht gut. Warte. Genau, weil dann kriegen wir... Komm, wir nehmen das Oxid hier auch noch mit. Das Sauerstoffoxid. Aber wir haben ja jetzt auch eine geilere Spitzhacke hier, ne? Das ist ja hier die Stahlspitzhacke, merke ich gerade. Hatte die nicht auch eine Ertragssteigerung mit sich gebracht? Ich glaube, ich müsste schon einen ziemlich großen Schwung haben. Ja, guck mal, die hat sogar eine Ertragssteigerung, Intus. Beranosaurus Rex ist wieder unterwegs, ich sag's euch. Hier hat wieder einer nur zur Hälfte abgebaut. Das kann nur der eine gewesen sein, der hier immer wie ein Irrer durch die Gegend rennt und die Hälfte übersieht. Hier an dem Ufer, da waren wir anscheinend schon sehr fleißig. Muss aber auch sagen, manche von diesen Oxidsteinen sind teilweise so klein, dass die im Dickicht so ein bisschen untergehen. Übersieht man teilweise recht schnell. Da muss man schon ein bisschen gucken. Was ist das da vor mir? Pferd. Ferdinand. Geh mal hier lang. Bisschen Abstand zu den Pferden halten. Ist sicherlich keine schlechte Idee jetzt. Was ist das? Büffel, okay. Büffel ist okay. Büffel ist entspannt. Büffel-Lobil kann vorbeigehen. So, dann gehen wir mal rein. Und machen mal ein bisschen Glas noch jetzt. Hier mal am Ofen mal ein bisschen Glas herstellen. Kann man mal machen. Macht da auch gleich. Nice. Weil ich glaube, für Fenster brauchen wir richtig viel Glas. Stimmt, wir wollten beim letzten Mal halt Fenster machen, ne? Also das hier, Carbonfaser, kann man auch machen. Aus Carbonpaste. Aber da muss ich erstmal rauskriegen, wie ich Carbonpaste mache. Und die Sauerstoffklumpen können wir hier mal gleich... Hä?
Achso, ich habe das Oxid hinzugefügt. Ich wollte gerade sagen. Ich schaue einfach mal alles rein, genau. Immer rein damit. Oh, wir können auch schlafen. Einer meinte auch, ich soll mal dafür sorgen, dass in meiner Butze... Kann ich nicht das auch einfach so machen? Geht das nicht viel schneller? In meiner Butze hier soll ich mal dafür sorgen, dass hier mal Licht angeht. Dass hier mal Licht entsteht. Also mal Lampen installieren und so. Ach so, das war ja hier das Ding. Ich muss, glaube ich, die Feuerstelle nochmal aufstellen, weil ich glaube, den Ofen kann ich nicht einfach so anschalten. Sonst habe ich ja nachts gar kein Feuer an. Das ist ja auch irgendwie ein bisschen doof, ne? Da muss ich mal kurz gucken, dass ich das mache. Platzieren wir das mal hier so auf dem Stein. Sonst funstet nämlich gar nicht hier. Warte mal. Ja, es stimmt schon. Es ist hier teilweise schon ein bisschen dunkel. Ja, das ist richtig. Gerade nachts wird es hier ganz schön dunkel hier drin. Obwohl ich das Gamma auch hochgestellt habe, natürlich. So, schlafen wir mal kurz. Nicey nice. Und dann können wir das wieder ausmachen hier. Ich muss halt schauen. Also ich möchte vielleicht jetzt nicht unbedingt wertvolle Skillpunkte für Fackeln ausgeben, ja. Es kann sein, dass wir das einfach dann kombinieren, wenn wir weiter geskillt haben, mit der Möglichkeit, Elektrizität vielleicht an den Start zu bringen. Das wäre doch eine Idee, dass wir das damit dann gleich kombinieren. So, jetzt haben wir 18 Glas. Und das sieht doch gut aus. Wie viel braucht denn jetzt nochmal ein Fenster? Guck mal, wir können ein Fenster machen. Was ist denn das jetzt eigentlich? Ein schweres Glasfenster, ja genau. Eine Glastür könnte man auch machen. Okay, machen wir mal ein Fenster. Ich will mal wissen, ja, wie das jetzt genau funktioniert. So, kann ich das jetzt hier ersetzen oder muss ich damit jetzt, muss ich das jetzt anders machen? Glas, kann ich das jetzt? Okay, nee, das scheint nicht zu funktionieren, offensichtlich. Da muss ich das wohl rausnehmen. Das Holzfenster rausnehmen, das Glasfenster einsetzen. Platzieren. Was kollidiert? Ah, da. Ja, nice. Und kann ich es aufmachen? Nee, aufmachen kann ich Glasfenster nicht, aber... Ja, gut, an dem Punkt muss ich auch, glaube ich, nicht mehr unbedingt die Fenster aufmachen können, oder? Aber das sieht schon mal deutlich besser aus als das da. Passt deutlich besser auch zu dem Beton halt, ne? Und hält bestimmt auch besser, könnte ich mir denken. Also, ich hoffe es mal einfach. Es heißt ja... Wie heißt das nochmal? Verstärktes Fenster oder... Schweres Glasfenster. Also da muss es ja eigentlich irgendwas hermachen, sonst wäre es ja komisch. So, dann machen wir gleich nochmal eins, würde ich sagen. Wenn es geht. Wie viel brauche ich da? Oh Gott, ey, ich brauche so viel Glas für ein Fenster, Alter. Ganz ehrlich, bis ich da die alleine nur die drei noch ausgetauscht habe, Alter, bis dahin ist mir Bart gewachsen. Also weiß ich ja nicht. So, warte mal, wir hatten ja auch noch vor... Betonrahmen, genau. Wir wollten ja da auch noch was machen mit Beton. Noch mehr Betonwände auch machen. Mach mal noch Betonwände. Beton herstellen und sowas alles. Betonrahmen. Warte mal, Rahmen, das ist ja Fußboden, ne? Ich glaube schon. Warte mal, da müssen wir, glaube ich, mal von außen... Ja, da müssen wir... Das müssen wir von außen setzen. Das geht, glaube ich, von innen jetzt nicht so gut. Beton, genau. Und dann macht man vielleicht... Wit? Okay, da muss man nach hinten. Hinten muss ich markieren. Kann ich diese Wände nicht auch abreißen? Diese Holzwände unten rum? Die haben doch keine tragende Funktion, oder? Oder haben die eine tragende Funktion? Ich glaube nicht. Zerlegen, genau. Warte mal. Genau, da ist ja schon ein Fundament aus Beton. Muss zuerst repariert werden. Achso. Das hier können wir auch mal wegmachen. Das muss ich auch wieder reparieren vorher. Machen jetzt mal diese ganzen Holzstrukturen, die da noch davor kleben. Die machen wir jetzt mal weg. Ich brauche 180 Glas für die Fenster. Das ist ja totaler Irrsinn eigentlich, wenn man es mal so betrachtet. So, wenn jetzt diese Holzstrukturen da weg sind, dann knirscht das auch nicht mehr so komisch dann, wenn ein Sturm ist. Holzboden wäre vielleicht noch ganz geil, wenn wir dann hier den Steinboden einfach ersetzen durch Holzboden im Innenraum. Weil diesen Holzboden können wir uns recht leicht da hinlegen. Und das hier können wir ja einfach wegnehmen. Das müssen wir ja nicht liegen lassen. Das hat ja auch, glaube ich, auch keine tragende Funktion. Und die Steine, das können wir ja dann verwenden für Zement auch.
Ich muss, glaube ich, nur aufpassen, wenn da eine Werkbank draufsteht. Also so wie hier, da darf ich das, glaube ich, nicht einfach wegnehmen. Steinboden, genau, den können wir zerstören. Und hier auch die Steinrahmen, die können wir auch zerstören. Ja, und dann können wir das hier nämlich wieder reinlegen, nicht wahr? Und hier, das können wir auch eigentlich zerstören. Und das hier können wir auch zerstören. Immer zerstören. Spielbär ist der totale Zerstörer. So, hier und dann schön rein damit. Die Nägel, die können wir eigentlich... Braucht das hier Nägel? Ne, das braucht ja alles diese komischen anderen Sachen. Können wir hier eigentlich Zementmischung machen? Ne, da brauchen wir auch Siliziumoxid. Warte mal, ich nehme mal ein bisschen was von dem Siliziumoxid hier oben raus. Hey, warum geht es hier nicht weiter? Ach, das braucht wieder Brennstoff. Moment, Moment, Moment. Wo hatte ich jetzt das Holz hier reingelegt? Das hatte ich hier reingelegt. Gib mir mal das Holz. Ein Hin und Her, ich sag's euch. Da rein, genau. So, da kann das nämlich schon mal weiterarbeiten. Und das bisschen da, das nehmen wir jetzt mal hier unten rein, dass wir mal ein bisschen was von dem hier Zement da machen können. Nicht wahr? So, guck mal, hervorragend. Kannst du hier noch reinlegen. Warum kann ich jetzt eigentlich nicht mehr herstellen? Wir haben doch noch mehr Siliziumerz. Kein Plan. Wir lassen das erstmal durchlaufen vielleicht. Mal gucken, was dann noch übrig ist von den Sachen. Ich glaube, ich brauche wieder Harz oder sowas. Müssen wir mal gleich schauen. So, egal. Wir gehen mal los, würde ich sagen. Wie viel habe ich im Inventar? Boah, geht eigentlich. Ich gehe jetzt mal los. Ich gehe mal los und guck mal, was wir so unterwegs noch finden. Wir müssen ja wesentlich mehr von diesem Oxid auch noch besorgen. Tiefenbohrer auf Siliziumoxidquelle wäre jetzt toll. Da muss ich erst mal schauen. Den muss ich auch erst mal freischalten. Schreifhalten. Ich habe noch Solo-Talentpunkte, sehe ich gerade. Warte mal, da drüben ist Oxid. Im Augenwinkel direkt gesehen. Wer knurrt mich denn da schon wieder an? Ey, das gibt's doch alles nicht. Im Augenwinkel gesehen und direkt mitgenommen. Nice. Ja, diese Tiefenbohrquellen, die müssen wir auch mal mehr nutzen. Weil ich glaube, dann muss man auch nicht mehr so rumlaufen. Also ja, natürlich müssen wir dann noch hinlaufen zu den Quellen und das dann abholen, aber ich muss halt nicht von Klumpen zu Klumpen rennen und mit Muskelkraft das Ganze dann machen. Das macht sich dann von alleine alles. Und ich finde das immer gut, wenn Arbeit sich eigentlich von alleine erledigt. Wenn du eh nach oben fliegst, kannst du die Exotics gleich mitnehmen. Ja, wie gesagt, klappt anscheinend nicht. Ich habe aber schon wieder die Hälfte gelevelt, jetzt schon wieder an Punkten. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Muss halt schauen, dass ich jetzt Punkte bekomme und XP und Sachen, die ich zum Verarbeiten brauche. Und dann schauen wir mal, ne? Dann kommt zusammen, was zusammengehört. Da muss ich nur dran denken, dass ich den einen Punkt halt jetzt da nicht in was anderes reinstecke, sondern halt dieses Gerät, womit ich dann die Kapsel rufen kann für dieses Zeug. Das haben die bestimmt auch gemacht mit dieser separaten Kapsel, damit du nicht ständig selber hochfliegen musst. Weil ich glaube, mit dieser Kapsel, die vor meinem Haus steht, das ist ja die, mit der ich selber fliege. Und dann müsste ich ja immer, wenn ich dieses Zeug hochschicken will, müsste ich ja auch immer selber mit hochfliegen dann. Und das, damit du nicht ständig dann immer hier wegkommst wieder und wieder zurück musst und so, haben die das bestimmt getrennt. Weil ich könnte mir vorstellen, so auf lange Sicht muss man ganz schön oft hoch und runter dann auch. Wenn man das regelmäßiger dann auch findet. 1000 Siliziumoxid haben wir abgebaut. Siliziummeister 3. So, ich wette, hier im Wald sind noch ganz viele Knubbel, die ich einfach nur schlecht sehen kann. Oxid. Oh, Bär! Ich sag doch! Man muss so aufpassen jetzt. Die Viecher rücken mir so hart auf die Pelle. Die sind quasi schon am Ausschwärmen und suchen mich. Die wollen mich quasi beseitigen. Eine Überraschungsparty ist das dann, wenn da Bären vor der Tür stehen auf einmal. Nice, guck mal. So, da haben wir doch schon mal was. Jetzt gehen wir mal zurück, legen das mal ab. Und ich habe schon wieder die Hälfte der Stufe voll gemacht. Oh, noch mehr Zeug. Ja, das kann ich jetzt nicht mitnehmen. Das merken wir uns gleich mal. Weil ich glaube, sonst bin ich zu voll. Na toll, jetzt chillen diese Viecher wieder vor meinem Haus. Die testen meine Zäune systematisch nach Schwachstellen hier. Sie haben ein Erinnerungsvermögen. Okay, geh mal rein. Mach mal zu. Mach mal hier auf und mach mal hier zu. Und steck mal hier jetzt. Oh, wie viel wir da haben. Guckt euch das an, ey. Crazy verrückt. 22 kann ich noch herstellen. Sehr schön. Dann lassen wir das nämlich mal durchlaufen jetzt. Und den Rest machen wir zu Glas, weil das Glas brauchen wir dann eh. Also das, was dann unten übrig bleibt. Da bleibt bestimmt was übrig. Da wird jetzt bestimmt nicht alles zu dem Zeug. Genau, lassen wir das mal durchlaufen. Es gibt ja auch XP. Jetzt muss ich mal schnell trinken. Und dann muss ich mal schnell essen. Ist mal hier, ist mal... Warte mal, wo läuft denn der Buff als nächstes ab? Bei dem Steg.
Ach, das hat er gar nicht als Buff, sehe ich gerade. Oder? Ah, doch. Ja, dann ist das hier gleich auch noch, den Speck, damit der nicht vergammelt. Dieser Wolf und dieses Moa und dass die alle vor meiner Tür direkt rumlaufen, das macht mir gerade ein bisschen Sorgen hier, ehrlich gesagt. So, dann holen wir uns diesen einen Knubbel jetzt noch, den ich da gerade nicht aufheben konnte. Und da ist noch einer da hinten. Das brauchen wir sowas von krass. Und durch die neue Spitzhacke lohnt sich das jetzt ja auch. Die Stahlspitzhacke erhöht ja den Ertrag signifikant. Das muss man ja wirklich mal sagen auch. Und das ist ja, das lohnt sich ja schon. Okay, hat er das auch abgebaut. Wie viel haben wir bekommen? Siehst du, das sind nämlich fast 2 Stacks von 2 Steinen. Das ist schon ordentlich. Tyrannosaurus? Bearanosaurus Rex? Alter, ich schwöre, da läuft doch schon wieder irgendwas durch den Wald. Okay, warte mal, jetzt schauen wir mal. Jetzt laufe ich genau in die Richtung, wo der Bär gelaufen ist. Aber ich muss mal jetzt hier gucken, ob hier noch irgendwas ist. Ich soll den Wehrgang an die Palisade bauen. Ist es dann nicht eher ein Bärgang? Ja, könnte man bauen natürlich, ja. Könnte man drüber nachdenken durchaus. Also ich weiß nicht, wie sinnvoll das halt ist, ja, weil... Muss hier, glaube ich, mal mich in den anderen Stein ein bisschen reingraben. Also ja... Ja, geilo. Warte, Speer raus. Du kleines Schweinchen. Du kleines Schweinchen, du. Immer schön in den Kopf. Hä, wie? Ja, was? Lass dich pieksen. Akupunktur. Ha! Ah, roll rum. Genau. Hast du fein gemacht. Lass dich schnecken. Ich hab's doch genau gehört, das Rumgegrummel. Die ganze Zeit. Es kam mir doch gleich so bekannt vor. Lass mich doch hier nicht verkackäppeln. Gibt's da nicht. So. Warte mal, ist hier jetzt noch was? Jetzt kann ich hier gleich noch mal ein bisschen genauer gucken. Da ist noch was. Das nehmen wir gleich mal mit. Schön mitnehmen hier. Ich höre schon wieder ein Bär, ey. Ich sag euch, sie haben jetzt hier die Bärenarmee aufgestellt und kommen immer mal regelmäßig mit so einer kleinen Kohorte vorbei. Und wollen mir das Leben schwer machen. Morgen auf X, Spielwehr tötet Familie. Ja, wahrscheinlich. Was ist das da? Gämse. Die Gämse. Ist jetzt alles egal hier. Pferde. Moas. Bären. Hasen. Wölfe. Pferde, okay. Mach mal auf. Mach mal zu. So, dann hau mal das Silizium noch mit hier rein. Oder warte. Das ist jetzt hier durchgelaufen. Die fehlen jetzt andere Sachen. Dann legen wir das Silizium jetzt nicht hier rein, sondern das legen wir jetzt hier oben rein. In dat-dat-dat-dat-Ding. Genau. Und dann kann das nämlich noch ein bisschen Glas produzieren nebenbei. So, und ich muss jetzt hier mal gucken, wie ich hier jetzt noch ein bisschen mehr Zement raushole. Was fehlt? Baumharz fehlt. Okay, warte da. Nimm doch mal... Nee, was war das? Stöcker brauchen wir da, ne? Ich weiß nicht mehr. Ich muss nochmal nachgucken. Das ist schon wieder eine Weile her jetzt. Eine Woche schon wieder her. Oh, was ist das? Samenöl? Das ist ja lecker. Hier, Harz. Stöckchen braucht man, genau. Stöckchen. Haben wir noch Stöckchen überhaupt irgendwo gehabt? Ich weiß gar nicht. Konnte man das nicht auch aus Holz machen? Oder spinne ich jetzt? Ja, hier, genau. Holz, genau. Dann lass mal das jetzt durchlaufen einfach. Dann kriegen wir es, glaube ich, auch schneller. Das hat, glaube ich, mehr Ertrag als Stöcker. Mir war doch so, als wäre da was gewesen, genau. Guck mal, was da rauskommt. Das sieht doch sehr gut aus. Lass mal das mal durch. Gibt das eigentlich XP? Ja, es gibt XP. Ganz, ganz hervorragend. Können wir YouTube brauchen. So, da haben wir gleich einen ganzen Stack. Der Rest kann... Mit. War denn das? Habt ihr das gehört? Was war denn das gerade? Ganz merkwürdiges Geräusch.
Als wenn Cthulhu meine Wand angreift. Ich meine, was wollte ich jetzt? Da verliere ich gleich den Faden hier. Gehen wir mal rein hier, den Spaß. So, da brauchen wir noch Steine. Die haben wir hier noch. Und mach mal Maximaleinstellung. Was? Achso, wir brauchen mehr Steine. Die haben wir doch hier, oder? Nee, haben wir nicht. Warte mal. Steinrahmen und Steindach. Löst doch das beides mal auf. Denn da gibt es schon mal 60. Und dann müssen wir noch mal Steine klopfen. Hilft nichts. Nägel können wir, glaube ich, hier reinmachen. Holz auch. Kannst ja noch mal hier schnell laufen lassen. Und dann holen wir uns mal Stein noch. Also man muss schon ganz schön hin und her, um das ganze Zeug zusammenzukratzen für ein vernünftiges Betonhaus mit Glasfenstern und allem. Also das ist schon ganz schöner Luxus, muss man mal sagen. Luxusprobleme bei Spielwehr. Aber so ist das halt. Ich meine, die Stahlspitzhacke erleichtert den Job schon bedeutend, muss man sagen. Es war auch ein guter Hinweis, die möglichst zeitnah dann frei zu falten, damit wir das auch auf jeden Fall nutzen können, diesen Hebel. Ist auf jeden Fall keine so schlechte Idee. Das wäre vielleicht noch gut, wenn man noch irgendwie nochmal vielleicht den einen Solo-Punkt oder einen anderen Talentpunkt nochmal investieren in Stamina-Regeneration. Oder Spielbär, du könntest doch einfach mal noch Buff-Food zu dir nehmen, was Stamina regeneriert. Das wäre auch eine Idee. Bei der Größe hättest du ja kleiner bauen können. Hätte Fahrradkette. Auf jeden Fall brauchen wir dann keine Doppelwand mehr innen, würde ich sagen. Die können wir dann wirklich mal komplett abreißen. Weil ich meine, jetzt wird wahrscheinlich kein Doppelpanzer mehr nötig sein, ne? Aber ich kann mehr tragen, das ist auch gut. Mann, habe ich mich erschrocken. Das ist nicht dein Ernst. Raus. Raus. Oder ich zieh meinen Bogen. Geh raus. Ich dachte schon, es wäre ein Bär. Auf den ersten Blick sah es so bärenartig aus. Ich weiß so. Hei, hei, hei. Was für ein Schreck. So, dann lassen wir noch das durchlaufen. Ja, da steht plötzlich so ein Viech und guckt dich an. Alter Schwede, ey. Das ist auch noch nur der Mini-Büffel gewesen, ey. Glaub das ja nicht. Ein Mitbärwohner, ja. Okay, ich würde sagen, das läuft ja jetzt hier alles noch durch. Wir nehmen jetzt mal... Nee, wir können ja nicht nehmen. Genau, wir können ja nichts nehmen. Wir fliegen jetzt mal hoch zur Station. Ich will das jetzt mal ausprobieren. Ich will mal gucken, ob ich da jetzt das Zeug, also ja, abholen kann, halt die Ausrüstung, ne? Zurück zur Station. Bist du bereit, die Oberfläche... Ich hoffe, das ist jetzt nicht schlimm, wenn ich das mache, oder? Das hat jetzt nicht irgendwelche negative Effekte. Ich hoffe, ich komme genau wieder hierher. Wenn du in den Orbit zurückkehrst, wirst du an dieser aus dieser Welt entfernt. Alle Gegenstände, die nicht aus der Werkstatt stammen, werden gelöscht und deine Tiere bleiben zurück. Nee, nein, 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 das will ich nicht, das will ich nicht. Nein, 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 es muss doch einen anderen Weg geben, an meine Ausrüstung noch zu kommen. Ich wollte gerade sagen, hat auch gerade einer geschrieben, ich soll nicht hochfliegen. Ja, das sieht falsch aus, dann habe ich ja hier alles verloren, nee. Also das will ich ja nun nicht, nur wegen dem paar Klamotten da. Das ist mir meine Zeit jetzt aber zu schade dafür, muss ich sagen. Das lohnt sich dann also quasi nur beim nächsten Durchlauf dann wahrscheinlich. Na toll. Leg die Ausrüstung erst in eine Kiste. Ja, aber Moment mal, das hat sich jetzt so gelesen, als wenn hier alles weg ist. Wenn ich jetzt hochfliege und ich nicht mehr hierher kommen kann an die Stelle. Anfordern an der Station. Ja, wie mache ich denn das? Wie fordere ich denn an? Mache ich das auch über dieses komische Ding hier? Das müsste einem besser erklärt werden, finde ich. Also in diesem freien Modus. Es wird wahrscheinlich in diesem anderen Modus, in diesem Missionsmodus, wird das wahrscheinlich alles erklärt. Hier wird einem das überhaupt nicht erklärt irgendwie. Muss ich das hier mit dem Ding machen? Ermöglicht die Bestellung einer Transportkapsel für die Abholung von Exotics. Die ist zum Exotics hochschicken und Ausrüstung bestellen. Ah, okay. Also da muss ich... Also das ist dasselbe. Okay, da müssen wir das machen. Weißt du, das wird einem überhaupt nicht erklärt irgendwie. Das ist ein bisschen gemein. Also ja, wie gesagt, das wird einem bestimmt in dem anderen Modus erklärt. Also ich bin ja im Open-World-Modus. Aber hier wird es einem halt null erklärt einfach. Also es wird einfach vorausgesetzt, dass du das hier weißt. Das ist schon ein bisschen gemein, ja? Weil da läufst du voll ins offene Messer einfach rein. Mal trinken. Und nochmal was essen hier.
ist mal nochmal ein Tierbone-Steak, nochmal Speck und nochmal hier so ein Rippchen noch. Die Anforderung über Passierschein 38. Ja, also das will ich ja nicht, dass meine Sachen weg sind und alles, ne? Also hier meine gebauten Sachen und so, das wollen wir ja nicht. So, ich hole mal noch einen Stein ab hier. Muss auch drauf achten, meine Spitzhacke ist schon wieder zur Hälfte kaputt auch. Und nicht vergessen, wir müssen auch noch das Rosa-Formular beantragen. Ohne Rosa-Formular kein Passierschein A38. Moment, ich muss kurz mal Stamina regenerieren. Guck mal, wir haben ja eigentlich den Level schon fast wieder voll gemacht und das nur mit Steinen und Oxidfarmen. Also, ja, einfach ausprobieren sagt sich so leicht. Das Problem ist, wenn dann alles weg ist, kriege ich das nicht wieder, dann ist es weg. Dann habe ich stundenlang umsonst gefarmt, gebaut und kann meine ganze Basis wieder von vorne aufbauen. Ich weiß ja nicht, ob ich das jetzt schon will. Es heißt nicht, dass ich nie einen Neustart machen werde. Aber wenn ich das mache, dann würde ich das in einer anderen Region machen. In einer DLC-Region zum Beispiel. Und nicht wieder hier, ja. Deswegen würde ich gerne, bevor wir das machen, hier noch ein bisschen mehr Zeit verbringen. Dass wir hier auch ein bisschen noch was entdecken können, bevor wir das machen. Deswegen wäre das jetzt sehr ungünstig, wenn ich jetzt da hochfliege mit der Kapsel und alles ist weg. Reicht. Bin ja fast voll. Siehst du, ich kann jetzt einen kompletten großen Stein komplett in mein Inventar nehmen. So viel Gewichtskapazität habe ich jetzt. So, dann schieben wir mal hier die Steinchen nochmal rein jetzt. Weil es geht ja jetzt schnell eigentlich, ne? Wenn man es so betrachtet hier. Wir haben jetzt hier schon gut Zement durchgequirschelt. Dann können wir jetzt ja nochmal ein paar Wände in Auftrag geben auch. 7 Stück gehen auf jeden Fall. Können wir schon mal einreihen. Gibt auch XP. Wie sieht's denn jetzt mit dem Glas aus? Wer im Glas aussitzt, sollte im Keller koten. Genau, hier so, guck mal, schieb das mal da rein und mach mir mal noch Fenster jetzt. Ah, Epoxid fehlt, okay. Ich meine, das Herstellen des eigentlichen Fensters geht ja durchaus recht schnell, muss man sagen. Warte, nimm mal hier das Fenster noch raus. Und dann platz mal das dahin. Yes, okay. Ich frag mich, wie stabil die sind beim Sturm. Ich meine, es sind normale Glasfenster mit einem Metallrahmen. Ich meine, wie fragil können die sein, ja? Wird auf jeden Fall interessant zu sehen dann, wenn es soweit ist. Das kannst du mal zerstören, genau. Und wir können mal hier ein bisschen was wegschlägen. Sag mal, warum höre ich eigentlich die ganze Zeit so ein Summen? Sind die Bienen gerade vor meinem Fenster oder was? Apropos, vielleicht sollte ich die mal schnell... Genau, das ist doch auch eine Idee. Warte mal, die können wir doch gleich mal plündern, den Bienenstock, der da steht. Das ist doch auch wichtig. Beziehungsweise, das war doch so relevant. Hier war er doch gerade eben noch. Da ist er. Kommt raus. Genau, es sterbt. So, und dann, wie machen wir das jetzt nochmal? Wie war das? Mit der Axt? Glaub schon, oder? Ja, genau. Interagieren und da können wir die Biene rausnehmen und die Waben. So war das. Und dann ist er leer. Eine Königin hat man ja sogar auch. Und wenn wir genug haben, können wir ja selber auch Bienenkörbe hinstellen. Bienenstöcke. Warte mal, wo hatte ich die eigentlich reingepackt? Hier hatte ich die reingepackt. Biene, eine Arbeitsbiene, genau. So, und wo hatte ich den Honig reingepackt? Hier hatte ich den reingepackt. 3 Waben. Immerhin. Okay. Nice. So, warte mal jetzt. Wie schaut es jetzt hier aus? Ist es jetzt durchgequirschelt? Ja. Was braucht man hier jetzt noch? Stahl. Diese Armierungsstahl brauchen wir noch. Armins Müller Stahl brauchen wir. Gib mir mal hier das hier und leg das mal hier rein und... Nein! Flasche fallen lassen. Gott sei Dank gehen die nicht kaputt, wenn man die fallen lässt. Altersschwäche. So, warte. Stahl, Stahl, Stahl. Stahl war... Hier war Stahl. Schieb den mal hier rein noch und mach mal... Können wir gleich mal hier das Ding reparieren? Ah, ne, können wir nicht. Das muss ich an dem anderen Ding machen. Armierungsstahl. Mach mal ordentlich was davon. Nein, mein Buff ist abgelaufen. Welcher Buff ist es? Der andere. Mal schnell was konsumieren. Was? Wetter-Event? Was? Regen. Ja, Ronalds Regen. Warte, warte. Ich muss reparieren. Da können wir ja gleich mal gucken, wie sich jetzt das Fenster hier bewährt, wenn jetzt Wetter ist. Schweres Wetter. Mal leg mal den Stahl mal hier noch mit rein. Dann können wir da immer reparieren jedes Mal.
Haben wir den Armierungsstahl? Ja, haben wir. Sehr schön. Nimm das mal alle draus hier. Kann man mal so machen. Und dann können wir hier nämlich noch ganz viele noch Betonteile machen. Warte. Was braucht man da? Ich Rampe. Komm, wir machen mal auch noch Rampen auch. 13. Dann machen wir erstmal 10. Ich weiß jetzt nicht, wie viel ich da brauche. Den Rest stecken wir nochmal in Wände. Und dann kann das durchlaufen. Das müsste mir ja dann auch eigentlich eine ordentliche Menge an XP nochmal ausspucken. Es fehlt ja nicht mehr viel an XP eigentlich. Komm, mach mal hier gleich nochmal ein bisschen Epoxid. Das geht ja auch auf unsere XP obendrauf. Was ist das hier? Liegt ja ein Holzstamm drin. Die Holzwände lösen wir mal auch auf. Können wir auch noch Epoxid, hier Dings draus machen. Harz meine ich, nicht Epoxid. Epoxid, genau, können wir auch mal machen eigentlich. Also nochmal Knochenmehl dann machen gleich direkt. Ich glaube, wir kriegen die Level-Schreifhaltung noch. Schaffen das noch in der Episode. Bin guter Dinge, dass wir das hinbekommen. Es ist nicht mehr viel, was fehlt. 500 Punkte oder so sind es nur noch. Das kriegen wir hin. Hier, jetzt kann ich Epoxid auch machen. Machen wir gleich 8 Stück, genau. Das gibt auch nochmal Punkte. Yes! Hochgestuft, sag ich doch. Da gucken wir doch gleich mal, bevor wir das vergessen, machen wir gleich mal hier die orbitale Austauschstelle. Genau. So, was brauche ich jetzt für die orbitale Austauschstelle? Die muss ich bestimmt hier an der Werkbank machen. Die orbitale Austauschstelle. Seile, Eisenbarren, Kupferbarren. Das müssten wir eigentlich alles haben. Bis auf die Eisenbarren, wie ich sehe. Hier wird gar keine Eisenbarren mehr. Das glaube ich nicht. Guck mal, hier sind noch welche. Aber nicht genug, wa? Doch, gerade so genug. Seile brauchen wir noch. Die hatten wir hier drüben. Drin, meine ich. Oder auch nicht. Mach mal welche. Dann können wir das nämlich gleich mal jetzt hier machen. Leg mal da die Fasern noch mit rein gleich. Wie viele Seile braucht ich jetzt? 3? Ne, 8 oder so. Gib mal die 8 schon mal her. Ich glaube, das reicht schon. Orbitale Austauschschnittstelle. Einmal bitte herstellen. Dankeschön. Gleich kommt der rote Teil. Das muss draußen stehen, das Ding, oder? Oder muss das drinnen stehen? Muss draußen platziert werden, okay. Dann machen wir das mal. Stellen wir das mal hier hin. Das ist jetzt die Austauschstation, ja? Keine Transportkapsel in der Gegend. Drücke den Knopf unten. Ausrüstung anfordern. Ah, guck mal. Siehst du, können wir gleich mal machen. Forder mal die... Was? Ich darf nur eine Sache anfordern, oder was? Warum darf ich die Rüstung nicht? Was ist das denn? Versicherung, weniger Belohnung. Was? Nee. Artikel gegen Verlust versichern. Komm, wir machen mal eine... Das landet aber jetzt nicht auf meinem Haus, oder? Okay, gut. Ich wollte gerade sagen. So, warte mal. Muss ich jetzt da dieses Erz reinstecken auch? Oder ist es jetzt nur für meine Ausrüstung? Auch das wird nicht genau gesagt. Nicht, dass ich das jetzt da reinstecke und dann kriege ich das nicht gut geschrieben. Anzug muss gewechselt werden. Stimmt, aber den kann sie mir auch trotzdem runterschicken. So, warte mal, wenn ich das jetzt da rein... Ah, guck mal, das kann ich da reinstecken, genau. So. Zur Station liefern. Ah! Die erste Lieferung, meine lieben Freunde. Oh, yes, departing. Aber sowas von. Wow, SpaceX! Der Elon, er startet nach oben. Er startet richtig durch. Der absolute Wahnsinn. Nicht schlecht. Geil, Omat. Wir haben ja noch Punkte jetzt auch noch zum Schreifhalten. Warte mal, können wir gleich mal machen, während das Wetter noch so unverzeihend hässlich ist. Also, warte mal. Punkte. Was ist noch so wahnsinnig wichtig gewesen? Alle möglichen Sachen eigentlich. Haben wir irgendwie mal Strom oder sowas? Das wäre doch mal auch noch eine Idee. Kupferdraht ist bestimmt wichtig, wa?
Elektrische Schaltkreise, ja auf jeden. Goldrad. Elektrische Schaltkreise, ja auf jeden. Lass das gleich mal machen noch. Ich frage mich zwar, wie ich elektrische Schaltkreise herstellen kann, aber wird bestimmt gleich noch. Höhlenscanner, verbesserte Textilwerk, Räucherofen, Glaswerkbank, fortschrittliche Maurerwerkbank. Naja, jetzt haben wir ja Beton, da wollen wir jetzt nicht unbedingt direkt mauern, würde ich sagen. Scanner für Höhlen. Infraschall. Also, warte mal, dieser Tiefenbohrer. Moment, Moment, Moment. Reparaturbank, tragbares Signal. Weil dieser Tiefenbohrer, den brauchen wir doch ganz dringend noch. Ist der nicht T4? Ist der T4? Wie lange brauche ich noch? Brauche ich noch 5 Stufen? Okay, dann. Warte mal, dann brauchen wir was anderes vorher. Was ist denn hier mit Platine? Das ist doch bestimmt auch wichtig, oder? Eine modulare Steuereinheit. Umbaubank war doch auch wichtig. Eine Bank mit eingebauter Bohrmaschine zum Basteln von Zubehörteilen. Ich glaube, irgendwer meinte, die Umbaubank ist auch sehr wichtig. Lass die mal auch noch freischalten. Genau, so, jetzt haben wir noch Talente und ich würde sagen, erhöht den Nahkampfschaden mit Spitzhacken. Nee, das ist eigentlich nicht so relevant. Was ist das hier eigentlich? Erhöhte Ausdauerregeneration. Das ist immer gut. Das kann man mal machen. Was ist das hier? Da haben wir noch gar nichts so wirklich. Erkundung, Tierhaltung, Fischen. Ja gut, Tierhaltung haben wir auch noch nicht erforscht. Und hier kann man gar nichts machen. Achso, ich habe 0 Punkte, deswegen. Solo-Punkte haben wir noch ein. Was ist das? Reduzierter Schaden durch Tiere. Das ist eigentlich ja auch ganz praktisch. Aber hier geht es nicht wirklich weiter. Da ist eine Sackgasse. Wir sollten vielleicht erstmal schauen, dass wir hier die Bäume noch weiter nach unten gehen. Reduziert die Ausdauerkosten für das Feuerpaddel und schnelleres Reparieren mit Hämmern. Das ist ganz gut. Stein, Holz und Metallgewicht im Inventar reduziert. Das machen wir mal gleich. Je mehr Gewichtreduzierung drin ist, desto besser, desto mehr können wir tragen. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Da haben wir doch schon mal sehr schön gelevelt, nicht wahr? Jetzt trinke ich noch eine Runde und dann gucken wir mal, wie wir als nächstes dann weitermachen. Vielleicht auch mal wieder eine Mission machen, wäre ja auch mal eine Idee. Da kriegen wir wieder ein bisschen mehr XP auch. Und an dieser Stelle endet diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die BA-Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ihr könnt auch gerne im Epic Store mit meinem Creator-Tag Spielbär mit AE Spiele kaufen. Da wird es für euch nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit dann mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis. Und das ist eine sehr coole Möglichkeit, um meinen Kanal zu unterstützen. Vielen lieben Dank, wenn ihr das schon gemacht haben solltet, und dann sehen wir uns gerne wieder im nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao.